Und jetzt Aspekte. Es begrüßen Sie Kathi Salier und Jo Schütt. Hallo, hallo, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Aspekte. Vielen Dank, ganz freundlich. Schön, dass Sie da sind im Studio und natürlich auch schön, dass Sie zu Hause sind und dass Sie es wieder geschafft haben zu Aspekte. Und ich musste mich tatsächlich ein bisschen konzentrieren, einen guten Abend zu wünschen und nicht einen guten Morgen. Guten Morgen, denn heute ist sie bei uns, Nana Mouskouri. Nach Madonna, und das wissen nicht alle, nach Madonna die erfolgreichste Sängerin der Welt gleich bei uns. Ja, Widersprüche gehören nicht nur zu unserer Zeit, auch zu vielen Musikern, auch zu unserem heutigen Gast. Denn nur weil sie sich irgendwann mal endgültig von der Bühne verabschiedet hat, heißt das noch lange nicht, dass sie auch 2018 nicht wieder auf große Welttournee gehen kann. Herzlich willkommen, Nana Mouskouri. Ihre Popularität auch mit 83 Jahren ungebrochen, offenbar. Ich muss dazu sagen, viele Leute, viele Fans wissen ja, dass sie gut Deutsch sprechen. Sie sprechen aber sogar noch besser Englisch. Deswegen haben wir uns heute für einen Übersetzer entschieden. Aber wenn wir über Sprachen sprechen, dann ist ja ganz interessant, dass sie in etlichen Sprachen singen, aber nicht alle Sprachen sprechen. Zum Beispiel auch Weiße Rosen aus Athen haben sie auf Deutsch gesungen, bevor sie Deutsch konnten. Wie haben sie das dann gelernt? Ja, so verhält es sich in der Tat. Und ich liebe Sprachen wirklich über alles. Und als ich noch ein junges Mädchen war, als ich noch jung war, habe ich wirklich gerne kommuniziert, gerne gesungen. Und dann habe ich mir die Sprachen wirklich aufgesaugt. Und es war für mich sehr einfach, das zum Beispiel über Filme zu lernen und mir diese Filme zu Gemüte zu führen. Und ich konnte etwas Englisch, aber Deutsch habe ich überhaupt nicht verstanden und habe mich wirklich schlecht gefühlt und habe dann gesagt, nee, die Sprache muss ich wirklich lernen. Und Sie haben es ja dann auch gelernt, nachdem Sie den großen Hit eingesungen haben. Sie haben aber noch viele, viele andere Sprachen quasi dazugelernt und auch viele, viele andere Sprachen gesungen. Wir werfen mal einen ganz kurzen Blick auf Ihre beeindruckende Karriere mit einer Version von Die Weißen Rosen in einer ganz anderen Sprache. Bravissima. Mai potrai dimenticare quella rosa ricordare. Traumland der Sehnsucht. Ein vergessener Film mit unvergessener Filmmusik. Seit fast 60 Jahren ein Dauerbrenner. Die ewig weißen Rosen aus Athen. Für Nana der Reisepass in die Welt. Von Athen über Paris nach New York. Direkt in die Jazzclubs der 60er Jahre. Der berühmte Musikproduzent Quincy Jones nimmt zwei Jazzalben mit ihr auf, die eigentliche Herzensmusik von Nana Mouskouri. Große Namen begleiten die junge Griechin: Leonard Cohen, Bob Dylan, Joan Baez. Mit Harry Belafonte tourt sie 1963 durch die Welt. Sie startet beim European Song Contest für Luxemburg und begrüßt 1977 den Sonnenschein mit Rolf Zukowski. Außer den Rosen bis heute immer in ihrem Gepäck ihre Brille. Dunkel, eckig, markant. Ihre Stimme begeistert im Blues, Jazz, Chanson, Gospel. Nana Mouskouri legt sich auf nichts fest, macht alles mit. Und ihr Talent macht alles möglich. Oh,
Belohnt wurde Nana Mouskouri dafür mit über 250 Millionen verkauften Alben und mehr als 300 goldenen, Platin- und diamantenen Schallplatten. Singen ist existenziell für Nana Mouskouri. Aber ihr Herz gehört nicht nur den eigenen Kindern. Seit über 20 Jahren engagiert sie sich für UNICEF. Von 1994 bis 1999 saß sie sogar für Griechenland im Europäischen Parlament. Vor 10 Jahren dann die erste Abschiedstournee. Aber schon kurz danach ist sie zurück auf der Bühne. Aufhören, das ist doch noch nichts für sie. Eine bewegende Karriere. Wir haben es gerade gesehen, Sie haben so viele verschiedene Musikrichtungen durch, fühlen sich gerade im Jazz auch zu Hause, wurden aber mit Schlager berühmt. Und gerade in Deutschland reden alle über die weißen Rosen. Fühlen Sie sich manchmal verkannt? Als ich begonnen habe als Sängerin, da war ich wirklich eine ganz ehrliche Haut. Ich habe einfach nur ganz natürlich gesungen und die Sprachen sind dann noch als Zusatzaufgabe dazugekommen, etwas, was ich im Leben auch bewerkstelligen wollte. Und die Stilrichtungen, die Musikrichtungen, traditionelle Musik, Folkmusik, die haben mir natürlich auch geholfen, meine Musik zu entwickeln. Die Musik besteht ja nicht nur aus einem Stil. Klassische Musik, mit der habe ich ja auch irgendwann mal begonnen. Und also nicht nur die Sprachen haben mich da befördert, sondern auch überhaupt diese Liebe hin zu dem, was ich mit Musik bewirken wollte. Und das war für mich viel wichtiger. Und das hat mich, denke ich, hierher gebracht. Dieses Bestreben, lernen zu wollen, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Ich würde nicht hier sitzen ohne diese Motivation. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Eine wunderschöne Episode ist ja auch Ihr Ausflug ins EU-Parlament, wo Sie im Zweitberuf Weltstar sind. Das fand ich sehr stark. Aber jetzt reden wir doch mal über das, was aktuell ansteht. Ein neues Album mit Coverversionen von den Weggefährten, die wir teilweise gerade im Beitrag gesehen haben, mit Idolen. Sie haben sie ja auch in großen Teilen getroffen. Also die Beatles, Marlene Dietrich, wir haben gesehen, Udo Lindenberg, Leonard Cohen, Bob Dylan. Sie sind mit Bob Dylan befreundet? Yes, of course. Yes, yes. Ja, natürlich. Wir haben uns kennengelernt und es war ja ihm nicht bewusst, dass ich vielleicht auch solche Lieder in Französisch, in Deutsch singen würde. Und damals wusste er eigentlich gar nicht, wer ich bin, als wir uns kennenlernten. Und eines Tages habe ich bei einem Konzert mit Leonard Cohen ihn kennengelernt. Leonard hat mich vorgestellt. Und da hat sich wirklich eine richtig schöne Freundschaft entwickelt. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns jeden Tag sehen, aber wir melden uns hin und wieder beieinander und ich liebe seine Musik, die liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum meine neue CD Forever Young heißt, das Coverversion seines Liedes. Und das bedeutet natürlich auch, wenn es geht nicht nur darum, dass ich jetzt dadurch jung bleibe, nein, es ist wirklich jeder. Jeder soll wirklich Liebe in seinem Herzen kultivieren, miteinander liebevoll umgehen. Da bleibt man wirklich im Herzen immer jung und dessen darf man sich nie überdrüssig werden. Eine ganz wunderbare Geschichte. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Wir wollen jetzt auch Musik von Ihnen hören. Ganz herzlichen Dank, Nana Mouskouri. Vielen, vielen Dank. Bitte. Nana Mouskouri. Auch eine tolle Geschichte. Ich habe Bob Dylan kennengelernt, als ich mal eben mit Leonard Cohen auf ein Konzert gegangen bin. Forever Young, haben wir gehört, heißt die Platte. Und wenn ich es richtig gezählt habe, dann ist es tatsächlich das 134. Album. Eine unfassbare Zahl. Wir hören jetzt einen Song von Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Hier ist Nana Mouskouri. Thank you.
for you I was the flame. Love is a losing game. Five stories higher as it came. Love is a losing game. Oh, how I wished we never played. Oh, what a mess we now the final frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love is a losing hand. Und auf unserer Facebook-Seite finden Sie dann Nana Mouskouri singt Marlene Dietrich. Schauen Sie mal rein. Mit viel Liebe im Herzen wird man niemals älter. Das hat sie bewiesen. Nächste Woche beweisen Ihnen an dieser Stelle unsere Kollegen vom literarischen Quartett, was sie gutes Buch ist und was nicht. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Bis dahin, gute Nacht. Vielen Dank, Nana Mouskouri.
Stelle für ein ausgiebiges Hach. Denn heute haben wir einen ganz fabelhaften musikalischen Gast. Es ist Nana Mouskouri und sie möchte uns eine Geschichte erzählen. Genau, sie hat auf ihrem aktuellen Album, es ist das Album Nummer 134, ein Album voller Coverversionen, viele, viele Weggefährten getroffen, unter anderem Marlene Dietrich, die sie auch selber getroffen hat. Und deswegen singt sie jetzt für uns Lily Marlene, aber wie gesagt, vorher noch die kleine Geschichte. Nana Mouskouri. Vielen Dank.